Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, recht herzlich willkommen und vor allem die im Livestream mit dabei sind, recht herzlich willkommen hier zum zum Kreisverband des DGWs Mühldorf-Altötting zur legendären beziehungsweise schon der Veranstaltung, in den Bundestagsabgeordneten miteinander ein Monopoly-Spiel gestalten, in einer Art und Weise, die, denke ich, dazu motiviert, miteinander zu diskutieren, miteinander auch am Spielfeld sich zu bewegen, sich zu gestalten und vielleicht die eine oder andere Frage zu stellen. Ich darf vorab recht herzlich begrüßen unter uns auch insbesondere den Region-Geschäftsführer Günter Zellner, der ja mit in der organisatorischen Planung und Gestaltung, vor allem auch in der Art, hier noch einiges dann uns mitteilen wird, was den Ablauf abgeht. Ich darf auch begrüßen die Kreisverbandsvorsitzende des DGBs, die Jasmin Geltinger, die heute ja dann auch noch moderieren wird, die Fragen moderieren wird. Und ich denke, ich darf euch, insbesondere draußen, die ihr zuschaut und hier heute im Saal, im Kreis Jugendring, darf ich ebenfalls nochmal herzlich willkommen heißen. Bevor wir einsteigen in dieses Spiel, will ich noch 3, 4 Punkte aufzeigen, die für uns als Gewerkschaften schon entscheidend sind. Vor jeder Bundestagswahl sind wir diejenigen, die ganz klar darauf hinweisen, dass Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen sehr wohl auch Interessen, sehr wohl auch Dinge an die Anforderungen an die Bundestagskandidaten haben, die für unser Arbeitsleben wichtig sind. Die Pandemie hat die Arbeitswelt verändert, was Arbeitsplatz angeht, was die Gestaltung des Arbeitsplatzes angeht. Wie geht man im Betrieb mit der Pandemie um? Wie gestaltet man Arbeitszeit generell? Wie wird Arbeitszeit in Zukunft ausschauen? Wie wird es mit der Rente sein? Was werden wir da noch zu erwarten haben? Wie wird es mit den Arbeitszeitregelungen sein? Wie werden Pflege in der Gesellschaft anerkannt? Wie wird man dort auch Pflege in Zukunft nicht nur finanziell, sondern auch Anerkennung in Zukunft sehen? Wie werden wir bezahlbare Pflege allgemein haben? Wie werden die Straßen sein? Wie wird es in der Situation sich gestalten, dass man unter anderem auch die Verdichtung der Gemeinden und Kommunen in Betracht ziehen muss? Das sind alles Themen. Wie komme ich zur Arbeit? Wie komme ich von der Arbeit weg? Das sind Themen, die uns als Gewerkschaften insbesondere ganz wichtig und entscheidend sind. Und vor allem auch, wie können wir finanziell zukünftig die Belastungen, die auf die Familien, aber auch auf die Menschen zukommen, wie können wir das stemmen, wenn die Mietpreise sich so gestalten, dass man teilweise ja Schwierigkeiten hat, schon in gehobenen und nicht gehobenen im mittleren Fachgruppenbereich hier seine Lebensunterhalt bzw. Miete, Strom, Kindergarten, alles drum und dran hier bewältigen kann. Deswegen sind wir natürlich sehr wohl interessiert daran, dass im Bundestag Menschen sitzen, die von der Arbeitswelt, vom Leben, von der Entwicklung der Menschen, die in die Arbeit gehen, auch wissen, dass sie auch wissen und nachempfinden können, wie sie das meistern und vor allem, welche Forderungen sich daraus ergeben können. Deswegen darf ich heute, und mich freut es insbesondere, das zweite Mal, dass ich hier die Bundestagskandidaten begrüßen darf. Ich darf anfangen mit der Stefan Mayer von der CSU. Herr Mayer, schön, dass Sie heute da sind und sich Zeit genommen haben, hier mit uns dieses Spiel durchzuführen. Ich darf unter anderem dann auch die Annette Heidrich von der SPD bei uns recht herzlich begrüßen. Schön, dass du heute auch Zeit hast. Ich darf die Bundestagsabgeordnete Sandra Budendorfer-Licht von der FDP recht herzlich begrüßen. Weiß, dass Bundestagsabgeordnete ziemlich im Stress, dass sie viel zu tun haben zurzeit, aber es freut mich insbesondere und es zeigt ja auch das Interesse an der Arbeitnehmerschaft, dass sie heute hier sind. Ich darf von den Grünen den Christoph Arz recht herzlich begrüßen.
schön, dass du da bist. Und ich darf den Sebastian Misshammer, oder? Horn, Entschuldigung, von den Linken darf ich auch noch recht herzlichen grüßen. Sieht es mir nach, dass ich nicht jeden Einzelnen, was er für Titel und für drum und dran alles noch hat, dass ich das nicht extra aufzeige. Ich denke, es weiß jeder und er hat auch noch mal die Möglichkeit, über Presse und Rundfunk das auch darzustellen. Ich darf Ihnen im Namen des DGB-Kreisvorstandes Altötting-Mühldorf, darf ich Ihnen eine schöne, angenehme, erfolgreiche, informative Monopolie-Runde wünschen und dass das auch funktioniert. Dafür brauchen wir natürlich Spielregeln auch, die da eingehalten werden müssen und die wird uns der Günther Zellner hier nochmal erklären. Günther, du hast das Wort. Ja, liebe Teilnehmende, liebe Zusehende, ich darf auch ganz herzlich begrüßen zu unserer Veranstaltung und ich will kurz die Spielregeln erklären. Wir haben das Spielfeld, ist nachempfunden, einem Monopoly-Spielfeld, hat aber damit relativ wenig zu tun. Es gibt keine Straßen, es gibt kein Gefängnis, also man braucht auch keine Angst zu haben, dass man bei diesem Spiel aussetzen muss. Wir haben 12 Themenfelder, Infrastruktur, Rente, Soziales, Arbeit, Gesundheit, Transformation, Tarifvertrag, Umwelt, Wohnen, Europa, Verteilung und Mitbestimmung. Es gibt auch 2 Fragezeichenfelder. Das sind Themen zu uns als Gewerkschaften. Da wollen wir ein bisschen wissen, was die Kandidaten von uns als DGB wissen. Aber keine Angst an die Kandidierenden und an die Abgeordneten. So schwer wird es nicht. Es gibt kein Gefängnis, habe ich gesagt, aber es gibt das Feld Gewerkschaften und ich. Das ist das Feld, wo ein Kandidat erzählen kann, was ist er selbst, was macht er selbst und wo hat er einen Berührungspunkt mit uns als Gewerkschaften. Es gibt Publikumsfelder, da ist das Publikum gefragt, hier im Saal, aber auch zu Hause online. Sie können Fragen stellen unter oberbayern@dgb.de. Die nehmen wir dann hier auf und werden sie im Laufe des Spiels mit einbringen. Jeder Spieler erhält ein Hütchen. Mit diesem kann er ziehen. Er zieht im Uhrzeigersinn mit der Zahl natürlich, die er selbst gewürfelt hat. Wenn schon das Feld, das er eigentlich hinziehen müsste, mit 2 Hütchen besetzt ist, muss er das nächste Feld nehmen. Fragen werden dann hier am Pult beantwortet, es muss keiner sitzen bleiben. Jeder hat dafür Zeit, 2 Minuten. Dafür ist diese grüne Lampe vor mir, die bleibt ungefähr bis 20 Sekunden vor Schluss in grün. Dann wird sie orange und irgendwann schaltet sie auf rot um. Dann ist die Redezeit zu Ende. Für die, die uns online zusehen, läuft eine Uhr mit. Sie können genau schauen, ist derjenige oder diejenige, die die Frage beantwortet, in der Zeit geblieben. Ja, für die Publikumsfrage gibt es 1 Minute Zeit, leuchtet hier auch. Und es sollte eine Frage sein und kein Statement sein. Es geht hier, Fragen zu stellen an die, die für den Bundestag kandidieren oder schon im Bundestag sind und wieder kandidieren. Es gibt noch 1, die berühmte Vetokarte. Wenn einem dazu ist, auf die Antwort des Vorgängers oder der Vorgängerin ein Veto einzulegen, und zu sagen, da möchte ich aber noch mal etwas dazu sagen, kann er das mit der Vetokarte tun. Diese Karte gibt es pro Spielrunde einmal. Das heißt, sein Veto ist verbraucht. Bei der ersten Veto erhält aber, wenn er über Start kommt, nicht ein Geld, sondern er erhält eine Vetokarte zurück. Ist eine sehr interessante Karte. In den letzten Spielen, die wir gespielt haben, wurde sie auch reichlich eingesetzt. Jetzt wünsche ich viel Spaß bei unserem DGB-Wahlspiel. Echt gerecht, deine Wahl und übergebe an die Moderatorin Jasmin Geltinger. Vielen lieben Dank. Hallo, ein herzliches Willkommen von mir. Ich freue mich jetzt mit euch in dieser Runde dieses Spiel zu spielen und euch dadurch zu moderieren. Ich freue mich auf eure Antworten, auf die Fragen. Wir müssen wahrscheinlich jetzt nur ausmachen, von wo wir beginnen. Wir befangen beim Sebastian. Ah, die Spielregeln sind bekannt. Genau, super. Dann starten wir. Die 5.
Die SPD legt Veto ein. Das ist die erste Grundsatzdiskussion. Das Publikum. Wir beginnen mit dem Publikum und der Frage des Publikums. Dazu darf ich dich ans Pult bitten und die Frage des Publikums erwarten. Hat jemand eine Frage an den Sebastian? Wir haben eine aus dem Netz, dann nehmen wir die aus dem Netz. Die Frage aus dem Netz. Mit der Corona-Krise haben einige Unternehmen viel verdient. Amazon, Medizinproduktehersteller, Pharmaindustrie. Sollen diese stärker zur Finanzierung der Krisenfolgen herangezogen werden? Also an der Stelle schon mal ein klares Ja. Also generell, es hat sich ja in der Pandemie gezeigt, dass viele Unternehmen massive Unterstützungen kassiert haben, Arbeiter in Kurzarbeit, also Kurzarbeitergeld kassiert haben und letztendlich dieses Geld, was sie bekommen haben, in Dividenden dann an Aktionäre ausgeschüttet haben. Das ist ein absolutes No-Go, dass die, die eigentlich mit der Bewältigung der Krise wenig Probleme hatten, damit auch noch Profit scheffeln. Und insgesamt fordern wir als Linke auch eine Sonderabgabe von Milliardären, um die Kosten der Pandemie auszugleichen. Es ist, derzeit wirkt es so, als würde schon der Großteil der Einschränkungen eben die arbeitnehmende Bevölkerung belasten. Und das ist kein Zustand, der dauerhaft so bleiben kann. Also wenn es um die Besteuerung von Unternehmen geht im Vergleich zu der Besteuerung von Arbeitnehmern, da glaube ich, ist die Linke immer die richtige Anlaufstelle. Also das ist ja, glaube ich, einer der Kernpunkte in unserem Programm. Deshalb kann ich hier auch nur ein klares Ja abgeben. Sebastian, vielen herzlichen Dank. Gut, Annette, starten wir. Da dein rotes Hütchen ja jetzt weg ist. Ah, die werden wir bewältigen. Die Eins. Das Publikum. Eine Frage aus dem Publikum für die Annette. Bitte schön. Von hier oder soll ich vorgehen? Ja, dann Kurt Dobra, mein Name, bin der Betriebsratsvorsitzender von DB Cargo, also Teil des Deutschen Bahnkonzerns. Frage zum Tarifeinheitsgesetz. Ist ja 2014, 2015 entstanden. Im DB-Konzern ist es ja, sage ich mal, jetzt angewandt, seit dem 1.4. und sukzessive ausgeweitet. Es ist ja damals in der Großen Koalition von CDU, CSU und SPD beschlossen worden. Und mittlerweile gibt es ja da ein großes Konfliktfeld. Ist denn eine Idee da, wie man diese Konflikte seitens der Politik aus dem Tarifeinheitsgesetz, das was jetzt gerade den Konzern sehr betrifft, den Deutschen Bahnkonzern sehr betrifft, mit diesen zwei konkurrierenden Gewerkschaften, gibt es da Ideen aus der SPD raus, hier regulierend eingreifen zu können, zu müssen, politisch gesehen? Oh, eine ganz schwere Frage für mich, ob man da politisch eingreifen kann. Die Konflikte zwischen konkurrierenden Gewerkschaften gibt es ja nicht nur bei der Bahn, gibt es ja auch bei den Fluggesellschaften. Ich sehe im Moment, also ich persönlich habe keine Lösung. Ich wüsste auch nicht, dass die SPD da eine besondere Lösung hat. Beide müssen sich einigen, wie sie miteinander klarkommen. Also für mich ist das jetzt wirklich eine ganz schwere Frage. Ich sehe da das müssen die Gewerkschaften unter sich klären. Da kann die Politik nicht eingreifen. Gut. Darf ich nochmal? Oh, naja. Eine Frage. Annette, vielen herzlichen Dank. Vielen Dank ans Publikum. Wir gehen weiter zum Christoph. Die Vier. Das grüne Hütchen, okay, da haben wir also keine Krise und somit sind wir auf dem Themenfeld Arbeit. Die Frage, wir als DGB fordern den Mindestlohn von mindestens 12 Euro pro Stunde, ohne Ausnahmen. Unterstützen Sie uns bei dieser Forderung?
Also erstmal grüß Gott von meiner Seite aus. Ja, auf jeden Fall. Wir als Grüne und auch in unserem Wahlprogramm ist es eigentlich relativ klar. 12 Euro ist unser Ziel und das wollen wir auch umsetzen, so in der Art und Weise. Wir wollen sozusagen den Mindestlohn anheben, jetzt deutlich anheben, das aus der Kommission rausnehmen, anheben und dann wieder zurück zur Kommission bringen und dann wieder weiterschauen und es wieder ganz normal in den normalen Zügen dann auch wieder erhöhen. Das heißt, die 12 Euro sind kein Ende und sollen auch nicht wieder dazu führen, dass in den nächsten 10 bis 15 Jahren nichts mehr passiert. Also insgesamt 12 Euro ja, weil es einfach auch wichtig und richtig ist. Und dann erhöhen wir ihn weiterhin, aber dann wieder schrittweise. Okay, vielen Danke. Herzlichen Dank. Herr Mayer, Ihr Glück beim Würfeln. Hui, es wurde die 1. Die Frage des Publikums mit dem blauen Hütchen. Haben wir eine Frage aus dem Publikum für den Herrn Mayer? Da haben wir zwei Fragen, vielleicht der hintere, der war schneller. Ich übergebe. Herr Mayer, ich darf Sie fragen, ich bin ehemaliger Postler. Zu Ihrer Stellungnahme zu der Privatisierung öffentlicher Dienstleistungen. Unter dem ehemaligen Ministerpräsidenten Stoiber war ja quasi ein Privatisierungswahn in Bayern zu verspüren, Privatisierung kommunaler Dienstleistungen und so weiter. Jetzt hätte ich spezielle Frage zur Post. Die Post hat ja einen wahnsinnigen Börsenkurs zurzeit entwickelt. Haben Sie ein Gefühl dafür, wie die Bevölkerung die Serviceleistungen zum Beispiel der Post jetzt sieht mit kritischen Augen, haben Sie das Gefühl, dass die Privatisierung für den Kunden, für den Postkunden etwas gebracht hat? Zunächst möchte ich mal der Behauptung in aller Entschiedenheit entgegentreten, dass unter Stoiber ein Privatisierungswahn in Bayern Einzug gehalten hätte. Das ist definitiv nicht der Fall. Zum anderen möchte ich deutlich machen, ich habe jetzt dreiviertel Jahre im Bundesinnenministerium die Verantwortung für den öffentlichen Dienst. Ich bin ein großer Anhänger des öffentlichen Dienstes. Gerade die Corona-Pandemie hat in eindrucksvoller Weise bewiesen, dass wir in Deutschland einen hochqualifizierten, einen hochmotivierten und einen mehr als konkurrenzfähigen öffentlichen Dienst haben. Und deswegen sehe ich jetzt auch keine Notwendigkeit, um auch das Thema Privatisierungswahn hier auch nochmal deutlich zu relativieren, dass wir in anderen Bereichen weitere Privatisierungen vornehmen müssen. Das Gegenteil ist der Fall. Ich möchte es wirklich für alle Beamtinnen und Beamten, auch für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im öffentlichen Dienst in Anspruch nehmen. Die können die Konkurrenz mit der Privatwirtschaft allemal eingehen. Was das Thema der Postdienstleistungen anbelangt, wir haben gesetzlich festgeschrieben, dass die DB, die Post AG verpflichtet wird, mindestens 14.000 Stellen in Deutschland vorzuhalten, bei denen Postdienstleistungen abgerufen werden können. Und ich bin der festen Überzeugung, meine sehr verehrten Damen und Herren, dass diese Entscheidung absolut richtig war. Ich bin auch der Meinung, der Aktienkurs der Post lag heute bei 59 Euro. Wir haben ein gut aufgestelltes Postunternehmen und ich, um die Frage auch klar und eindeutig auch zu beantworten, ich bin der Überzeugung, dass die Bürgerinnen und Bürger in Deutschland zufrieden sind mit den Postdienstleistungen. Wir haben in Deutschland einen Wettbewerb, aber die Post AG kann auch diesen Wettbewerb auch mit ausländischen Mitbewerbern allemal eingehen, sodass aus meiner Sicht, was den Dienstleistungscharakter, die Dienstleistungsbereitschaft der Post AG anbelangt, sich in den letzten Jahren vieles zum Besseren gewandt hat und vor dem Hintergrund bin ich auch als der für den öffentlichen Dienst zuständige Staatssekretär im Bundesinnenministerium auch sehr zufrieden mit den Postdienstleistungen in Deutschland. Vielen herzlichen Dank, Herr Mayer. Bitte, einfach drauf los. Na, er muss leider an Ehren Platz, Herr Mayer. Wenn es möglich ist. Ja, also was ich dazu noch sagen soll mit dem 26.09. weiß ich auch nicht. Ich wollte nur ganz kurz sagen, dass natürlich, wenn wir von Wettbewerb sprechen, so eine Privatisierung bestimmt Vorteile bringt. Ja, und als Unternehmen und vom Aktienkurs gesprochen, da steht die Deutsche Post gut da. Aber ich persönlich, ich kenne viele Leute, die für die Post arbeiten und sogar noch selber für die Post arbeiten. Und denen geht es meistens nicht gut. Also ein Bekannter von mir hat erst hier in der Umgebung die Geschäftsleitung, also die Leitung der Geschäftsstelle übernommen.
der ist komplett überfordert. Die Leute melden sich krank, jeder ist überarbeitet, der Arbeitsdruck wird höher und höher. Und persönlich, natürlich, wir sind mit den Postdienstleistungen zufrieden, aber dafür, dass letztendlich Dividenden an Aktionäre ausgeschüttet werden, darum sollte eine öffentliche Dienstleistung nicht gehen. Also ich finde, das ist ein bisschen der falsche Standpunkt. Es sollte darum gehen, dass die Briefe ankommen und dass die Arbeiter oder die Postler, die Post austragen, dass die gut behandelt werden. Letztendlich, welchen Aktienkurs dieses Unternehmen dann einbringt, das bringt mir als Bürger und dem Postler als Arbeiter recht wenig, glaube ich. Das ist natürlich eine Frage, von welchem Standpunkt man aus das betrachtet. Und muss ich sagen, das ist vielleicht auch nicht das, was manche Leute hören wollen. Vielleicht habe ich es deswegen am 26. auch schwer, Herr Mayer. Aber es... Naja. Okay. Das war schon. Vielen herzlichen... Mit der Vetokarte, wenn Sie dies jetzt schon einlösen möchten, Sie erhalten nämlich erst nach dem Start eine neue Vetokarte. Aber an Sebastian bitte nur um die Vetokarte. Vielen herzlichen Dank. Gut, die erste Vetokarte ist weg. Jetzt gehen wir über zur Sandra, die ihr Glück beim Würfeln probiert. Die 1. Die Sandra muss aber bitte auf Infrastruktur, da schon zwei Felder Hütchen stehen. Dankeschön. Die Frage Sandra zur Infrastruktur. Das letzte Atomkraftwerk in Deutschland wird bis Ende 2022 abgeschaltet. Wie kann die zukünftige Stromversorgung, Chemiedreieck, sichergestellt werden? Ja, erst einmal herzliches Grüß Gott. Ich muss es ganz ehrlich sagen, ich war nie in meiner Jugend in der besonderen Kernkraftwerk-Befürworter, ganz im Gegenteil, ich war eher ein Kernkraftwerk-Gegner, aber in der jetzigen Situation, in diesem Umbruch, hätte ich mir gewünscht, dass wir vielleicht, wenn wir schnell eine Endlösung gefunden hätten, wir sind ja momentan dabei, dass wir das in dem Umbruch, den wir momentan sind, in dem dass wir Emissionen senken müssen, dass wir den noch ein paar Jahre gefahren hätten. Wie können wir das schaffen? Das ist eine Gesamtaufgabe für uns. Das ist eine wirklich wichtige Aufgabe für uns, dass wir genügend Energie für unser Chemiedreieck, und da brauchen wir einen Energiemix. Da brauchen wir Mix aus Windkraft, da brauchen wir aus anderen erneuerbaren Energien. Da müssen wir technologieoffen sein und neue Innovationen, Forschung und Wissenschaft muss da bei uns an vorderster Stelle stehen. Momentan sehe ich noch keine Lösung und momentan macht es mir ein bisschen Angst, dass wir zu abhängig sind. Indem wir, dass wir unsere Kernkraftwerke abgeschaltet haben, dass wir zu abhängig sind und dann diesen Strom aus Tschechien, aus Frankreich und so kaufen müssen, die weit weniger Sicherheit haben wie unsere Kernkraftwerke. Also nochmal zur Zusammenfassung, im Großen und Ganzen war ich nie ein Befürworter. Momentan hätte ich mir gewünscht, dass wir unsere Kernkraftwerke, die Technologie, noch bevor wir so weit sind, uns von den erneuerbaren Energien, bevor das reicht, hätte ich mir gewünscht, dass wir die noch weiter in Betrieb lassen. Aber jetzt müssen wir schauen, jetzt müssen wir hart daran arbeiten, um nicht da in Probleme zu kommen. Wir müssen ja unser Chemiedreieck, unsere Versorgung, unsere Arbeitsplätze, unsere Industrie, das müssen wir halten und das muss oberste Priorität sein. Vielen Dank. Vielen lieben Dank, Sandra. Gut. Sebastian, einmal würfeln. Ui, 6. Nochmal Publikum. Sebastian hat das Glück, aufs Publikum zu kommen. Haben wir denn eine Frage an den Sebastian aus unserem Publikum? Wir haben eine. Ich darf übergeben. Mein Name ist Thomas Rebel. Ich bin Ortsvorsitzender von Verdi Altötting-Mühldorf. Und ich hätte eine Frage. Viele öffentliche Dienstleistungen wurden letztes Jahr privatisiert. Wie stehen Sie zu dieser Privatisierung? Also erstmal danke für die Frage. Ich sehe Privatisierung im ersten Moment immer kritisch. Also ich bin selber gelernter Krankenpfleger, ich habe in privaten Kliniken und in öffentlichen Kliniken gearbeitet. Der Behandlungserfolg ist in der Regel derselbe, aber der Arbeitsdruck, der in öffentlichen Einrichtungen vorherrscht, ist einfach ein viel geringerer.
Und ich denke, wenn es um Daseinsvorsorge geht, ja, wenn wir von Gesundheit sprechen, wenn wir von der Versorgung von alten Leuten sprechen, auch meiner Meinung nach vom Postwesen und auch vom Transportwesen, dann finde ich, sind das Bereiche, die für die Funktion einer Gesellschaft essentiell sind. Und gerade wenn wir uns damit brüsten, dass wir in einem Sozialstaat leben, dann finde ich es manchmal unverantwortlich, dass wir diese öffentlichen Aufgaben, also diese Aufgaben, die für eine funktionierende Gesellschaft wichtig sind, an private Dienstleister weggeben. Und wir als Linke, wir treten ganz klar dafür ein, dass zum Beispiel Gesundheit nichts ist, womit man Geld verdienen sollte. Wir wollen Gewinnausschüttungen von Krankenhauskonzernen zum Beispiel verbieten. Wir wollen möglichst viel wieder rekommunalisieren, damit die Gesundheitsversorgung letztendlich wieder zurück in die öffentliche Hand kommt. Bei der Post und sowas gestaltet sich das aufgrund des Volumens, das das inzwischen angenommen hat, inzwischen als schwierig, aber prinzipiell bin ich nicht nur persönlich, sondern auch mit meiner Partei treten wir eindeutig gegen Privatisierungen im öffentlichen Rahmen ein. Genau. Vielen herzlichen Dank. Annette. Jetzt war Jevens mal auf andere Fragen gekommen, Darts. Die drei. Arbeit. Die Frage zur Arbeit. Deutschland hat einen der größten Niedriglohnsektoren in ganz Europa. Was wollen Sie, was willst du dagegen tun, deine Partei, damit das Einkommen gerade von Geringverdienern steigt? Ist vorhin schon mal erwähnt worden vom Sebastian. Ganz wichtig für uns ist die Erhöhung des Mindestlohns, jetzt mittlerweile auf 12 Euro, was wir ja auch fordern, so genauso wie die Linke. Generell müssen wir uns aber Gedanken machen, dass gerade zum Beispiel auch im Pflegesektor die Tariflöhne steigen, dass überhaupt eine Tarifbindung stattfindet. Die letzte Tarifrunde in der Pflege ist zum Beispiel mäßig, also semi-gut ausgelaufen. Es durften doch wieder Haustarife gemacht werden. Das finde ich absolut verkehrt an der Stelle, dass man wieder einzelne Haustarife zulässt, die dann wieder Schlupflöcher finden. Also generell, um die Löhne zu sichern, brauchen wir Tarifbindung und wir brauchen auf jeden Fall im Niedriglohnsektor auch auf jeden Fall den Mindestlohn bis 12 Euro. Ich habe ja mal in meinem letzten Bundestagswahlkampf von 13,50 Euro gesprochen. Meine Partei sagt jetzt 12 Euro, 13,50 Euro wären noch fairer, aber ich kann mich auch mit 12 Euro gut abfinden. Vielen herzlichen Dank. Christoph. Die 5. Europa. Europa, die Frage zu Europa. Gerade wenn man Politikwissenschaft studiert, wird es jetzt interessant. Europa ist für uns in der Region von besonderer Bedeutung. Viele Beschäftigte pendeln jeden Tag zum Arbeitsplatz über die Grenze. In den letzten Jahren wurden immer wieder die Grenzen geschlossen und auch viele Pendler und Pendlerinnen massiv davon getroffen. Wie bewertest du die unterschiedlichen Grenzschließungen seit 2015 und die Auswirkungen auf Pendler und Wirtschaft in unserer Region? Okay, du hast gesagt 2015, das heißt, es sind eigentlich im Endeffekt zwei große Probleme. Das eine ist 2015 mit Migration und das andere ist sozusagen dann jetzt die Pandemie, die dazu geführt hat, dass im Endeffekt zweimal die Grenze geschlossen wurde. Ich glaube, da müssen wir auch mit zweierlei Maß messen und auch das unterschiedlich bewerten. Das eine ist jetzt die Pandemie, wo ich finde, dass es in ganz Europa das Problem war, dass wir auch damals gedacht haben, und das war auch flächendeckender so, dass im Endeffekt die Grenzen geschlossen werden mussten und eigentlich im Endeffekt der Verkehr und all die Kontakte beschränkt werden mussten. Und dazu hat es auch geführt, dass es vertretbarer war, die Grenze kurzweilig zu schließen. Was natürlich dann nicht bedacht wurde, wie PendlerInnen dann auch von A nach B kommen, beziehungsweise über die Grenze kommen. Was viel schlimmer war, war im Endeffekt 2015 die Grenzen zu schließen für oder die Grenzen zu schließen in Deutschland. Und da muss ich ehrlich sagen,
habe ich das damals nicht verstanden. Ich war damals, was war vor 6 Jahren, gerade 18 Jahre alt und habe eigentlich bin immer in Europa aufgewachsen, wo ich dachte, dass das gar nicht möglich sein sollte. Oder wir haben damals, also ich bin jedes Jahr nach Rumänien auch gereist, weil meine Eltern von da kommen. Das war für uns unmöglich und plötzlich waren in Deutschland vor Ort eigentlich bei uns plötzlich die Grenzen geschlossen, was für uns schwierig war, was für die PendlerInnen schwierig war und was natürlich für die Leute, die Hilfe gesucht haben, ganz schwierig war. Also um die Frage zu beantworten, 2015 schwierig, habe ich komplett als falsch empfunden. In der Pandemiezeit war das vielleicht zeitweilig in Ordnung. Okay. Vielen herzlichen Dank. Herr Mayer, eine Vetokarte? Die Vetokarte doch bitte zu mir. Vielen herzlichen Dank. Ja, Herr Mayer, beim zweiten Mal lernt man. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, zum Thema Grenzschließungen möchte ich natürlich schon eines klar sagen. Es gab nie Grenzschließungen in Deutschland. Das ist eine Mehr und ich möchte mich in aller Entschiedenheit gegen diese vollkommen falsche Behauptung hier zur Wehr setzen. Es gab Grenzkontrollen und ich bin überzeugter Europäer, seit ich politisch mich engagiere und politisch denken kann. Und zum vereinten Europa gehört natürlich ein Europa ohne Grenzen. Nur, man muss eines auch klar sagen, 2015 kamen allein knapp 1 Million illegale Migranten zu uns ins Land. Wir haben nach wie vor eine Situation, dass gerade jetzt auch im Zuge der krisenhaften Situation in Libyen und in Tunesien die zentralmediterrane Route über das Mittelmeer nach Italien wieder deutlich stärker in Anspruch genommen wird. Und ich halte es nach wie vor für richtig, sowohl aus migrationspolitischen Gesichtspunkten, aber auch aus sicherheitspolitischen Gesichtspunkten, dass wir an der deutschen Grenze, insbesondere an der Grenze zu Österreich, kontrollieren, wer nach Deutschland einreisen will. Es geht nicht darum, dass die Grenze geschlossen ist. Es geht auch nicht darum, dass EU-Ausländer nicht nach Deutschland einreisen dürfen. Das Gegenteil ist der Fall. Sondern es geht darum, dass wir letzten Endes wissen wollen, wer zu uns kommen will. Und ich glaube, das ist der Anspruch, den der Staat auch erheben darf, dass er weiß, wer denn nach Deutschland kommen will und in Deutschland einen Asylantrag stellen will. Ich denke da gerade auch an sicherheitspolitische Aspekte. Vor kurzem der schreckliche Anschlag in Würzburg. Im letzten Jahr der Anschlag in Dresden, als ein Homosexueller ums Leben gebracht wurde. Der Breitscheidplatz-Anschlag vor 5 Jahren. Das sind alles Dinge, die aus meiner Sicht auch die Innenpolitik ernst nehmen muss. Und deswegen habe ich mich im Bundesinnenministerium nachdrücklich dafür verwandt, dass wir aus migrationspolitischen Erwägungen die Grenzkontrollen, wohlgemerkt keine Grenzschließungen, das ist, muss man auch als Politikwissenschaftler klar differenzieren, das muss man nicht nur als Jurist, Grenzkontrollen sind keine Grenzschließungen, um das klar zu sagen. Und ich bin der festen Überzeugung, meine sehr verehrten Damen und Herren, dass es richtig ist, dass wir nach wie vor diese migrationspolitisch und sicherheitspolitisch angezeigten Grenzkontrollen an der österreichisch-bayerischen Grenze bis November durchführen. Und wir sehen uns da auch im Einklang mit vielen Unterstützern, mit Frankreich, mit Dänemark, mit Österreich, mit Norwegen. Ich habe vor kurzem die Gelegenheit gehabt, den Bundesinnenminister zu vertreten beim Innenministerrat in Ljubljana. Und ich habe mit vielen Innenministern in Deutschland, in Europa gesprochen. Und viele haben sehr viel Verständnis dafür, dass wir in Deutschland diese migrationspolitisch angezeigten Grenzkontrollen weiter durchführen. Okay, danke, Herr Mayer. Die zweite Vetokarte ist weg. Ich lasse die Sandra Erstringer. Also der Herr Mayer ist auch noch dran. Ja, dann sowas. Entschuldigung. Vor lauter Veto und... spannender Exkurs. Die sechs, Herr Mayer. Fahren Sie auf Ihr Feld. Transformation, sehr spannend. Transformation, ich freue mich auf die Frage. Sagt Ihnen der Begriff Transformation etwas und wie betrifft dies unsere Region? Ja, der Begriff der Transformation ist aus meiner Sicht einer, der unser Jahrzehnt, dieses Jahrzehnt jetzt zum Jahr 2030 in ganz entscheidender Weise prägen wird. Wir sind auf dem Weg in das Zeitalter der digitalen Gesellschaft und viele Prozesse, die ja schon vor Jahren begonnen haben, sind gerade durch die Corona-Pandemie ja in ganz entscheidender Weise jetzt beschleunigt worden. Ob das Thema Digitalisierung im Bereich von Homeoffice ist, ob das Thema Homeschooling ist,
ob dies auch der gesamte Bereich der Bildung ist. Und wir erleben natürlich gerade auch bei uns in der Region dieses Thema Transformation sehr stark unter dem Aspekt der Transformation der Industrie in das Zeitalter der Wasserstofftechnologie. Ich setze mich persönlich nachdrücklich dafür ein und für den Fall, dass die Bürgerinnen und Bürger und die Wählerinnen und Wähler hier im Wahlkreis Altötting-Mühldorf mir wieder das Vertrauen geben am 26. September, werde ich ein Ziel nachdrücklich verfolgen, nämlich dass das Bayerische Chemiedreieck der erste Chemiestandort in Deutschland ist, der in das Zeitalter der Dekarbonisierung und der Defossilisierung transformiert wird. Und ich glaube, meine sehr verehrten Damen und Herren, dass dies ein grandioses Ziel ist, dass wir, das Bayerische Chemiedreieck ist der größte Chemiecluster in Bayern und ist der drittgrößte Chemiecluster bundesweit. Und wir werden der erste Chemiestandort bundesweit werden, der mit grünem Wasserstoff in Zukunft arbeitet. Wir wollen 2045 Deutschland klimaneutral haben und wir werden dafür natürlich auch viel Geld aufwenden müssen. Und ich habe auch schon in meiner Tätigkeit als Mitglied der Bundesregierung mit dafür sorgen können, dass erste Schritte jetzt auch getan wurden. Unsere Region, das Reallabor Chemdelta Bavaria, ist als eines von 62 Projekten ausgewählt worden vom Bundeswirtschafts- und vom Bundesverkehrsministerium, das entsprechend im Zuge unserer nationalen Wasserstoffstrategie, die allein mit 8 Milliarden Euro ausgestattet ist, in Zukunft gefördert wird. Vor dem Hintergrund braucht aus meiner Sicht die Region und auch die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in unserer Region keine Angst vor der Transformation haben, weil wir uns an die Spitze der Transformation stellen werden. Sehr gut, vielen herzlichen Dank. Wir waren jetzt mittlerweile rot und immer grün, aber in Ordnung. Wir haben die nächste Veto-Frage. Annette, ja, gib's beim Günther ab. Dein Veto. Ja, das freut mich sehr, dass die CSU sich dafür einsetzt, oder speziell Sie, Herr Mayer, finde ich auch ganz toll und lobenswert. Ich hätte mir nur gewünscht, dass man sich im Vorfeld, wenn man sich für diese ganze Entwicklung im Chemdelta-Park einsetzt, sich vielleicht auch im Vorfeld über die Infrastruktur unterhalten hätte und vielleicht den zweigleisigen Bahnausbau gefördert hätte. Dann wäre nämlich ein Wandel hin zu klimafreundlicher Politik nämlich auch da gewesen. Und gerade Chemdelta Bavaria hat ja immer darauf hingewiesen, warum nur dieser einfache Bahnausbau, dieser eingleisige, warum wird nicht direkt zweigleisig ausgebaut? Man hat da Zahlen zugrunde gelegt, die völlig veraltet waren. Und der Günther Knoblauch hat zum Beispiel immer darauf hingewiesen, war bis in Berlin, also ehemaliger Landtagsabgeordneter, war immer in Berlin und hat darauf hingewiesen, dass dieser Bahnausbau gar nicht ausreicht. Und wenn man sich für zukünftige Technologie einsetzt und für den Wandel, dann muss man auch den Wandel der Infrastruktur mitberechnen, der also wirklich vernachlässigt wurde. Vielen herzlichen Dank. Nun Sandra. Herr Mayer, Sie haben keine Veto-Karte mehr. Sie müssen erst über Start. Nein, aber doch nicht von Erne, Herr Mayer. Die Sandra hat 3. So, was war jetzt das Hütchen, gell? 1, 2, 3. Das Publikum. Wir haben eine aus dem Netz, dann nehmen wir doch diese. Dankeschön. In New York zahlen Personen mit einem Jahreseinkommen über 500.000 Euro einen Steuersatz von 55%. Ich habe nicht gehört, dass Reiche massenhaft aus dieser Stadt wegziehen. Warum nicht bei uns 55% Steuer für die Reichen? Da muss ich jetzt ein nicht ein Veto einlegen, da muss ich ganz klar sagen, ein Veto zu der Frage einlegen, da muss ich ganz klar sagen, nein. Sie haben jetzt gerade gesagt, der Spitzensteuersatz gehört nicht in dieser Höhe erhöht. Ich kann ein ganz kleines Beispiel sagen. Bei uns wirkt der Spitzensteuersatz momentan schon beim 1,4-fachen des durchschnittlichen Einkommens. Wenn ich auf 1965 zurückgehe, dann war das beim 14-fachen. Und dann muss ich sagen, das bringt nichts. So eine Umverteilung ist auch nicht für die Wirtschaft gut. So eine Umverteilung ist auch nicht gerecht. Die Leute verdienen sich das Geld selber und darum ist es verdienen, die sind fleißig. Wir müssen schauen, wie schafft man das, dass man andere Leute durch, indem dass man sie fördern, durch Weiterbildung,
durch lebenslanges Lernen, durch Aufstieg aus allen Klassen, wie schafft man die, dass man die in bessere Lohngruppen bekommt? Das muss unser Ziel sein. Und nicht darum doktorieren, die Steuersätze noch zu steigern, das nützt uns nichts. Und das entfesselt ja unsere Arbeitswelt nicht und das entfesselt unsere Wirtschaft nicht. Drum ein klares Nein oder ein Veto, auch ohne Karte, Nein zu so einem Spitzensteuersatz. Vielen herzlichen Dank, Sandra. Ich hoffe, die Frage wurde beantwortet. Er ist glücklich mit der Antwort. Aber wir haben wirklich eine Vetokarte. Die Vetokarte zu mir, Christoph. Dankeschön. Also, das war zu viel Veto. Ja, ich muss ja jetzt, wenn es eben dreimal über Veto gesprochen wurde, eben. Muss ich fast das anfangen. Also ja, Bildungschancen erhöhen, alles um dran, Arbeit verbessern, Leute wieder aus der Schere holen, die von unten sind, alles bin ich dabei. Das Problem ist, ein Punkt, warum ich die Vetokarte gehoben habe, ist von Fairness zu sprechen, vor allem jetzt beim Spitzensteuersatz. Wenn ich darüber spreche, die Leute haben sich manchmal das angearbeitet, dann denke ich mir, ja, das wird dann schwierig, weil manchmal ist es dann nicht so, dass es dann erarbeitet wurde, das Geld. Irgendwann arbeitet das Geld für sich in den Klassen da, wo wir drüber sprechen, in Spitzensteuersätzen. Und dann ist es nicht mehr fair, wenn das Geld für sich arbeitet. Dann ist es auch nur fair, dass der Spitzensteuersatz hoch ist, dass auch die Leute, die auch so viel haben, dass sie es gar nicht ausgeben können, die auch das auch nicht selbst verdient haben, die auch durch die Erbschaft das Ganze auch geerbt bekommen haben. All das führt dazu, dass wir sagen, fair wäre es dann, wenn die auch mehr für die Gesellschaft tun und auch der Gesellschaft wieder was zurückgeben. Vielen herzlichen Dank. Die Sandra wollte die Vetokarte, jetzt hat aber. Du gibst es mal dann hinterher, gell? Ich hatte die Karte, ich habe mir wieder Regelverstoß. Also, gib keine rote Karte irgendwo. Nein, nur rotes Licht. Also ich glaube, vielleicht so, ob ich die Frage nicht falsch, ich habe gemeint den Spitzensteuersatz bei der Einkommensteuer und das hat nichts mit Vererbten und Geerbten oder sonst was dazu und darum sage ich da nochmal ein klares Nein. Ich glaube, wir haben die Frage unterschiedlich beantwortet. Du bist in das gesamte Vermögen gegangen, du bist in die Reichensteuer gegangen. Ich habe von dem Spitzensteuersatz bei der Einkommensteuer gesprochen und der ist hoch genug und den möchten wir auch senken. Und darum ein klares Veto zu dem, aber wir haben gegeneinander geredet, du hast das Gesamte gesehen und ich habe nur die eine Steuer gesehen. Deshalb mein Veto zu dem. Super, ich möchte es immer nur. Bitte, danke. Vielen herzlichen Dank. Sigmar, gut wie die Vetokarten sind. Sebastian, einmal würfeln. Das war sehr sanft. 4. Publikum. Ja. Der Sebastian hat es mit dem Publikum Fragen heute. Halt mal eine Frage an den Sebastian. Bitte schön. Ja, ich hätte eine sehr grundsätzliche gewerkschaftliche Frage. Die Gewerkschaften fordern ja schon seit längerer Zeit die öffentlichen Arbeitgeber auf, ihre Aufträge nur an solche Firmen zu vergeben, die sich an tarifvertragliche Vereinbarungen halten. Ich finde, dass hier in der Vergangenheit sehr großer Missstand eingezogen ist. Wie stehen Sie zu dieser Forderung, nur Aufträge an Firmen mit Tarifverträgen? Also das ist auf jeden Fall, ich persönlich bin auch dafür und in unserem Wahlprogramm ist es auch vertreten. Ich bin mir nur den Titel jetzt, ich glaube Tarifbindungsgesetz, schimpft sich das, wo eben dran gebunden werden soll, dass eben öffentliche Auftraggeber, also auch Gemeinden, Kommunen oder auch generell öffentliche Institutionen nur Aufträge an Firmen vergeben, die sich an Tarifverträge halten. Ich glaube, damit wäre die Frage beantwortet, das ist schon fast ein bisschen kurz. Also, ja, ab und zu legt er in der Würze in der Kürze, in die Richtung, genau. Also, ist die Frage denn beantwortet? Dann, okay, Glück gehabt, auf den Platz zurück. Annette. Ich werfe eine Gewerkschaftsfrage. Mach mal. Die 1. Das Publikum. Die Frage an das Publikum. Hat jemand eine Frage an die Annette? Ja, du darfst. Bitte.
Hallo, mein Name ist Silke Rebel, ich bin von den DGB Frauen in Altötting und ich habe eine frauenspezifische Frage jetzt. Wir wurden ja in der Corona-Krise wieder mal mehr oder weniger in das alte Rollenspiel zurückgemacht. Die Frau muss zu Hause bleiben, am besten noch Homeschooling mitmachen und Homeoffice. Und wie wollt ihr das nach Corona, wenn das alles wieder etwas normaler wird, wieder schaffen, dass die Rechte, die wir jetzt uns erkämpft haben, wieder alle da sind, wo sie da hingehören und vielleicht sogar noch mehr? Ja, definitiv sind wir wieder ganz viele Schritte als Frauen zurückgegangen. Wir waren nicht nur einfach, zweifach, dreifach, wir waren teilweise fünffach belastet. Ich habe das selber, ich war nicht in Homeoffice, also, aber meine Kollegin, die ich im Testzentrum zum Beispiel einteilen musste, die wussten teilweise gar nicht, wie sie arbeiten sollten, weil die zu Hause nämlich mit ihren Kindern sitzen mussten und die Schule bewältigen, denn alleine konnten sie es nicht, vor allen Dingen, wenn es um Grundschüler ging. Wir Frauen müssen vor allen Dingen kämpfen, dass wir wieder unsere Rechte zurückbekommen, dass wir nicht weiter zurückgedrängt werden. Wir müssen auch ein Recht auf einen Homeoffice-Platz bekommen, auch wenn er schwer ist. Also Homeoffice ist nicht leicht, es ist wirklich eine Gratwanderung, aber wir müssen ein Recht auf einen vernünftigen Homeoffice-Platz bekommen, gerade für solche Situationen und auch wieder ein ganz normales Rückkehrrecht, dass wir nicht wieder, dass wir dann hinterher Stunden reduziert bekommen, was jetzt geschehen ist, dass wir in Kurzarbeit gesetzt werden, vor allen Dingen viele Frauen. Und ja, da muss politisch muss da gehandelt werden und das kann nur mit entsprechenden Rechten, mit entsprechenden Gesetzen. Und ich weiß nicht, ob das so in die Richtung geht oder noch in eine andere Richtung. Ja, ist so. Ja, also vor allen Dingen, was ganz wichtig ist. Wir müssen laut werden und wir müssen unseren Standpunkt als Frau vertreten. Wenn wir das nicht machen, dann macht die Politik nichts. Und von daher immer als Frau weiterkämpfen. Vielen herzlichen Dank. Ich habe vernommen, die Frage wurde gut beantwortet. Zufrieden gestimmt. Christoph. Die Eins. Gewerkschaft und ich. Das Statement. Also. Ich bin 24 Jahre alt, bin auch Student, bin auch von der Schule gekommen. Das heißt, ich bin nicht in der Gewerkschaft, beziehungsweise habe mit dem Thema erstmal nicht viel zu tun gehabt. 2018 hatte ich es erstmal mit der Gewerkschaft zu tun bei einer Podiumsdiskussion. Da wurden wir von der IGBCE-Jugend eingeladen und es war ein sehr nettes Gespräch zusammen, das erste Mal auch in Kontakt zu kommen mit der Gewerkschaftsjugend. Das erste Mal politisch über die Gewerkschaft nachgedacht habe ich nämlich in Rumänien des Öfteren. Wenn einem auffällt, wenn man öfter in Rumänien ist, wenn ich dort länger Urlaub mache, was es heißt, wenn man plötzlich 7 Tage die Woche die Supermärkte offen haben von 7 bis 22 Uhr. Wenn Freunde von meinen Eltern, wenn sie arbeitslos werden, keine Sicherung haben, keinen Arbeitsschutz haben, wenn es keine Höchstanzahl von Stunden gibt, keinen Arbeitsschutz gibt. All das führt dazu, dass ich merke, wie wichtig es ist, eine starke Gewerkschaft in Deutschland zu haben. Und wenn man immer den Blick dann nach Rumänien, wenn ich den Blick nach Rumänien habe, dann merke ich erst, okay, so viel ist gar nicht so schlecht, weil viele meiner Freunde, die jetzt jung sind, die meckern drüber, ja, irgendwie die Geschäfte haben bloß bis 8 offen. Es hat schon einen Sinn und Zweck und es hat auch, ja, einfach das erstmal zu sehen und auch den Unterschied zu sehen und auch den Vergleich zu haben, dann merke ich, warum es wichtig ist, die Gewerkschaft zu haben, warum es wichtig war, bislang die Gewerkschaft zu haben und eine starke Gewerkschaft zu haben. Vielen herzlichen Dank. Das erste Statement. Herr Mayer, wir machen mit einer weiter mit den Würfeln. Mit Schwung zur Seite die 2. Sie waren blau. Europa. Jugendarbeitslosigkeit ist in Europa ein Riesenproblem. Als Gewerkschaften sind wir der Meinung, dass dem nicht mehr tatenlos zugeschaut werden darf. Was wollen Sie und Ihre Partei gegen die Jugendarbeitslosigkeit in Europa tun? Die Jugendarbeitslosigkeit in Europa oder genauer gesagt innerhalb der Europäischen Union, der 27 Mitgliedsländer der Europäischen Union, ist sehr, sehr unterschiedlich. Nirgendwo ist die Jugendarbeitslosigkeit so gering wie in Deutschland. Und ich glaube, das ist ein großer Erfolg, insbesondere der Tarifpartner, sowohl der Arbeitgeber- als auch der Arbeitnehmervertreter, sprich der Gewerkschaften, möchte aber auch die Betriebsräte entsprechend erwähnen. Es ist aber auch ein großer Erfolg der Bundesregierung. Wir sind gestartet 2005, als Schröder hingeworfen hat, mit über 5 Millionen Arbeitslosen in Deutschland.
Wir haben jetzt in Deutschland unter 3 Millionen Arbeitslose. Wir haben die zweitniedrigste Arbeitslosigkeit als Deutschland innerhalb der Europäischen Union und haben die niedrigste Jugendarbeitslosigkeit in der gesamten Europäischen Union. Und ich glaube, das ist das Beste und das Zukunftsfähigste und das Gerechteste, was man als Politik machen kann. Arbeitsplätze schaffen, Ausbildungsplätze mit zu initiieren, die Wirtschaft stimulieren, die Wirtschaft animieren, dass sie Ausbildungsplätze zur Verfügung stellt. Wir haben gerade in diesen schwierigen 1,5 Jahren der Corona-Pandemie ein Bundesprogramm Ausbildungsplätze sichern ins Werk gesetzt. Wir haben einen Schutzschirm für Ausbildungsplätze, für die Auszubildenden in Deutschland geschaffen. Und wir haben mit dazu beigetragen, mit Ausbildungsprämien, die wir jetzt nochmal erhöht haben bis Ende dieses Jahres, von 2.000 auf 4.000 Euro, beziehungsweise von 3.000 auf 6.000 Euro, wenn zusätzliche Qualität und Inhalte in der Ausbildung mit involviert werden. Wir haben eine Übernahmeprämie ins Werk gesetzt für Unternehmen, die insolvenzgefährdet sind oder die aufgrund der Corona-Pandemie so in Schlingern geraten sind, dass sie ihre Auszubildenden an sich nicht mehr hätten weiter beschäftigen können. Wir haben eine Übernahmeprämie ins Werk gesetzt in Höhe von 6.000 Euro für Unternehmen, die bereit sind, diese Auszubildenden zu übernehmen. Und deswegen bin ich wirklich der festen Überzeugung, das ist sozial. Und die jetzige Bundesregierung hat so viel getan für die Schaffung von Arbeitsplätzen, für die Schaffung von Ausbildungsplätzen, für den Erhalt von Ausbildungsplätzen, gerade in der jetzigen Corona-Pandemie, wie kein anderes Land in der Europäischen Union. Und darauf können wir wirklich stolz sein. Vielen herzlichen Dank, Herr Mayer. Sandra, würfeln. Die 1. Du mockst nicht weiter, gell? Der Tarifvertrag zur Frage. Die öffentliche Hand ist größter Auftraggeber in der Bundesrepublik. Wir als DGB fordern, das öffentliche Steuergeld nur noch an Firmen zu geben, die nach Tarif zahlen. Wie stehst du, deine Partei, zu diesem Vorschlag? Ja. Ich verstehe das und ich verstehe das Ansinnen der DGB, dass man sagt, alles, was aus öffentlichen Mitteln fließt, sollte auch an Firmen mit die tarifgebunden sein. Aber ich würde es ein bisschen anders sehen. Ich würde das Ganze nicht nur an den Tarifvertrag sehen. Manche Firmen zahlen auch über Tarif und manche Firmen im Mittelstand, ich bin sehr viel im Mittelstand unterwegs, haben andere Leistungen. Ich würde das Ganze an einen ethischen Grundsatz zahlen. Ich würde sagen, die Firmen müssen angeschaut werden, es ist nicht immer der Beste, der Billigste, das ist schon mal das Beste, sondern vielleicht der qualitativ Hochwertigste. Dann würde ich die Firma unter die Lupe nehmen. Wie viel Subunternehmer hat die Firma? Nichts gegen Subunternehmer, man braucht auch Subunternehmer und Leihkräfte, um die Spitzen zu steigern. Aber ist die Firma nur zu 80% mit Subunternehmen? Wie viele eigene Arbeitskräfte, wie viele festangestellte Arbeitskräfte haben? Wie ist die Firmenphilosophie, wie ist die ethische Grundlage? Aber da würde ich auch wirklich sagen, so muss man schauen, wenn wir mit öffentlichen Geldern umgehen. Da verstehe ich die Gewerkschaften, ich würde es nicht nur am Tarifvertrag lassen, weil es oft auch andere Leistungen gibt, die über den Tarifvertrag hinausgehen. Und wenn ich jetzt durchschnittlich schaue und auch übertariflich bezahlt werden, um gute und hochqualitative Arbeitskräfte zu haben und Firmen auch andere Arbeitskräftebindung vornehmen, um andere Leistungen anbieten, was sehr, sehr wichtig ist, darum würde ich es nicht nur am Tarifvertrag sagen und muss sagen, jetzt durchschnittlich vom Tarifvertrag ist es eine 666 Euro, die im durchschnittlich Arbeitnehmer haben, die mit dem Tarifvertrag angestellt sind. Also an dem würde ich es nicht aussagen, aber durchaus an ethischen Grundsätzen und durchaus können die Firmen unter die Lupe genommen, die aus der öffentlichen Hand Gelder beziehen und auf sehr hohen und ethischen Grundsätzen und nicht immer der Billigste ist das Beste, das sage ich bei mir im Gemeinderat oder im Kreistag. Da muss man schauen, Qualität mit Mitarbeiterbindung und Führung, das ist ganz wichtig und da bin ich nicht weit weg von den Gewerkschaften. Vielen herzlichen Dank. Wir gehen weiter. Sebastian, ihr traut euch alle nicht würfeln, gell? Eins. Die Rente, dazu die Frage. Auf Druck des DGBs wurde in der letzten Legislaturperiode die Rente mit 63
nach 45 Beitragsjahren eingeführt. Wie bewertest du dieses Instrument und wie wollen sie sich oder willst du dich für den Fortbestand einsetzen? Also nochmal kurze Nachfrage, das Instrument, das nach 45 Beitragsjahren mit 63 in Rente gegangen werden kann. Ja. Ist auf jeden Fall mal ein guter Schritt in die richtige Richtung. Das ist keine, natürlich ist das, wir stehen bei dem umlagefinanzierten System vor Schwierigkeiten, wenn wir es so weiterführen, wie es derzeit läuft. Und es ist natürlich für manche vielleicht ein nachvollziehbarer Gedanke, dass wir das Renteneintrittsalter immer weiter und weiter nach oben schrauben. Aber wenn man sich in der Praxis umschaut und sich mal die einzelnen Persönlichkeiten dahinter anschaut, dann ist es nicht nur manchmal nicht machbar, sondern auch oft für viele Leute eine Qual, noch länger zu arbeiten. Und letztendlich, glaube ich, ist es, wie gesagt, ein Schritt in die richtige Richtung und wird aber bei der derzeitigen Lage und bei dem derzeitigen demografischen Wandel, dem wir unterstehen, langfristig als einzige Maßnahme unter dem politischen Druck zum Erliegen kommen. Also wird man nicht langfristig das Finanzierungssystem der Rente ändern und auch schauen, dass man sozusagen eine erwerbstätigen Versicherung schafft und somit den Einnahmenanteil größer oder wieder dem Ausgabenanteil angleicht, dann ist es nur eine Maßnahme unter vielen. Deswegen werden wir uns immer dafür einsetzen, dass alle Erwerbstätigen, also auch Selbstständige, auch Beamte einzahlen, dass die Beitragsbemessungsbegrenze abgeschafft wird, dass wir weggehen von der Riester-Rente, dass wir wieder die gesetzliche Rente stärken und so, dass niemand auch im hohen Alter noch gezwungen ist zu arbeiten. Vielen herzlichen Dank. Annette, dein Glück. Würfelt mal gescheit mit Schmackes. Die 3, wir sind schon mal weiter. Wo ist das orange Hütchen? Das Fragezeichen. Dankeschön. Du weißt, was das Fragezeichen bedeutet? Ereignisfeld normalerweise. Die Frage zur Gewerkschaft. Ja. Ja. Hurra. Wir probieren es. Wann wurde der DGB gegründet? Am 13. Oktober 1949. Yes! Ja, Strike! Die Frage, also wenn ich das nicht weiß, dann kann ich mich wieder hinsetzen. Du darfst dich wieder setzen. Ich habe eine Vetokarte, weil ich das so schön gemacht habe. Nein, du musst erst über Start gehen. Sorry. Christoph. Mit Schmackes. Das war jetzt nicht Schmackes, aber das war die 5, okay. 1, 3, 4, 5. Publikum. Wer hat und möchte? Bitteschön, ich übergebe. Ja, ich bin, habe ich ja vorher schon erzählt, die Ausrichtung Deutsche Bahn in der Zukunft. Wie soll denn der Konzern nach Ansicht der Grünen aufgestellt sein? Weil wir haben ja über Privatisierung geredet, soll weiter privatisiert werden oder soll der Konzern im Ganzen erhalten bleiben in der jetzigen Art und Weise? Da gibt es ja verschiedene Papiere, also das erste Parteiprogramm hat sich ein bisschen anders angehört, ist dann ein bisschen eingebremst worden auf Druck von, oder auf, nicht Druck, auf Arbeitsweisen von verschiedenen Gewerkschaften. Wie schaut denn da die Zielsetzung aus, wie soll der Konzern DB als größter Verkehrsleistungsdienstleister in Deutschland in Zukunft aus Sicht der Grünen aufgestellt sein? Ja, vielen Dank für die Frage. Ich glaube, dass es insgesamt doch auch immer ein heikles Thema ist. Ich glaube, auch innerhalb der Grünen immer auch oft diskutiert wird. Ich glaube, ihr habt auch eine persönliche Meinung, dass insgesamt die Privatisierung, vor allem auch bei der Deutschen Bahn, kein Erfolgsmodell war in den letzten 25 Jahren. Und das bei der Post auch so, bei der Telekom genauso, dass meiner Meinung nach das Ganze nicht weiter privatisiert werden soll, sondern es umgedreht werden soll und das wieder in die öffentliche Hand gehört. Die Grünen gehen da auch oftmals mit und wir diskutieren es immer auch mit, dass es insgesamt
ja, umgedreht wird. Ich kann jetzt nicht konkret sagen und ich weiß auch nicht, was jetzt im Parteiprogramm drinsteht oder im Wahlprogramm. Ich müsste mal gucken, im Grundsatzprogramm, was drinsteht. Aber insgesamt, die Grundausrichtung ist weg von der Privatisierung, vor allem vom öffentlichen Gut und vor allem, wenn wir jetzt in den nächsten 10 Jahren vor der Herausforderung stehen, vor allem mit ÖPNV und dem Fernverkehr und am Güterverkehr, da auf den grünen Zweig zu kommen. Können wir es uns eigentlich nicht leisten, weiterhin dieses Missmodell eigentlich Privatisierung bei der Deutschen Bahn weiterzuführen. Vielen herzlichen Dank. Herr Mayer, das war doch mal gut. Ich sehe bloß nichts mehr. Ich verlasse mich jetzt auf Sie. Was haben Sie gewürfelt? 1, 2, 3. Wir haben die Verteilung. Wir finden, leistungsloses Einkommen gehört genauso wie das Einkommen von Beschäftigten besteuert. Wie stehen Sie eigentlich zur Erbschaftssteuer? Die Erbschaftssteuer gibt es seit vielen Jahren in Deutschland. Sie ist verfassungsgemäß. Ich bin der Meinung, dass es in der nächsten Legislaturperiode keine Diskussion darüber geben wird, ob die Erbschaftssteuer bzw. die Schenkungssteuer, die ja gleich behandelt wird, abgeschafft wird. Ich bin aber dezidiert gegen eine Einführung der Vermögensteuer. Viele politische Mitbewerber haben dies in ihrem Programm und ich bin der Meinung, wir müssen die Unternehmen in Deutschland steuerlich nach der Corona-Pandemie entlasten und nicht belasten. Wenn ich von allen anderen politischen Mitbewerbern immer nur höre, wir müssen den Rucksack des Mittelstandes, der Industrie, aber auch der Privathaushalte noch mehr erschweren, müssen noch mehr Steuern verlangen, müssen noch mehr abkassieren als Staat, dann möchte ich dem in aller Entschiedenheit entgegentreten. Ich bin der Auffassung, wir müssen jetzt, gerade auch nach der Corona-Pandemie, wieder Freiheiten ermöglichen. Wir müssen wieder Potenziale freisetzen, initiieren, auch Unternehmertum initiieren. Und Unternehmertum initiieren wir nicht mit der Einführung einer Vermögenssteuer oder mit der Erhöhung einer Erbschafts- und Schenkungssteuer, wie auch viele politische Mitbewerber es fordern, sondern wir ermöglichen zusätzliches Potenzial, auch den Wunsch, Unternehmer zu werden. Nicht dadurch, dass wir noch mehr an Steuern draufhauen, sondern dass wir steuerlich entlasten. Deutschland ist heute schon ein steuerliches Hochland. Und vor dem Hintergrund, glaube ich, müssten wir intensiv die Diskussion darüber führen, ob wir den Soli nicht komplett abschaffen. Ich trete nachdrücklich dafür ein, dass wir die Erbschafts- und Schenkungssteuer nicht erhöhen. Ich trete dafür ein, dass wir die kalte Progression in Deutschland endlich auch mal abschaffen, dass wir gerade auch die Bezieher kleinerer und mittlerer Einkommen, vor allem auch Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, steuerlich stärker entlasten, Freibeträge erhöhen. Wir haben Alleinerziehende. Das ist uns immer vorgeworfen worden, wir würden als CSU hier nichts für Alleinerziehende übrig haben. Ganz im Gegenteil, wir haben den Freibetrag für Alleinerziehende von 2.000 auf 4.000 Euro erhöht. Und wenn wir wieder in die Regierung kommen, sage ich Ihnen an dieser Stelle auch zu, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich werde nachdrücklich dafür eintreten, dass wir den Freibetrag für Alleinerziehende nochmal um 1.000 Euro, ja, Sie lachen da, aber Sie lachen nicht mehr, wenn Sie die Situation von Alleinerziehenden kennen. Die Zeit. Herr Mayer, vielen herzlichen Dank. Sandra. Jetzt kommt es mal über los hier. Start. Kaum zieht man da kein Geld ein, geht keiner mehr drüber. Wahnsinn. Zwei. Aber jetzt haben wir die Frage zur Gewerkschaft. Bist du bereit? Ich bin bereit. Wie viele Gewerkschaften sind unter dem Dach des DGBs und können oder kannst du mindestens 4 Gewerkschaften davon nennen? 8 Stück sind unter dem Dach. Ich bin auch Mitglied des Innenausschusses und ich habe sehr viel mit dem Katastrophenschutz zu tun. Nicht nur, dass wir uns da in der Gewerkschaften auch zum 1. Mai manchmal kommen und auch den Richard kennen oder wir uns kennen und austauschen, sondern auch durch meine Sprecherin für den Katastrophenschutz habe ich vor allem in der Pandemiezeit, in der letzten Zeit sehr viel mit den Gewerkschaften zu tun gehabt, ob es die Polizeigewerkschaft ist, ob es die Feuerwehrgewerkschaft ist und da habe ich einen regen und intensiven Austausch. Du hast gesagt, 4 soll ich 4 nehmen. IG Metall, Verdi, dann Bergbau, dann Genuss- und Gaststätten. Super, wir haben es. Dann Wissenschaft und Erziehung oder Erziehung und Wissenschaft heißt es eigentlich.
Polizeigewerkschaft, Bahn, die Gewerkschaft bei der Bundesbahn, obwohl es da zwei gibt. Das stimmt, da haben Sie schon gehört. Ich habe mir jetzt im Eifer des Gefechts, wollte ich alle erst sagen. Da haben Sie recht, Herr Mayer. Ich habe mir jetzt im Eifer des Gefechts. Die Veto-Karte haben wir nicht mehr, Herr Mayer. Ja, aber das stimmt. Aber der Herr Mayer hat natürlich recht, aber im Eifer des Gefechts haben wir vor allem die Gewerkschaften aufgenommen, die nicht nachträglich jetzt ständig auch zum Tag hat. Tut mir leid, die Polizeigewerkschaft ist da nicht dabei. Aber der Herr Mayer hat aufgepasst, Sandra Schauk. Vielen herzlichen Dank. Bei den vier war's gut. Sebastian. Fünf. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Es gibt eine neue Vetokarte und du stehst auf der Publikumsfrage. Wir haben eine Frage aus dem Netz. Ja, Randale. Starke Schultern müssen mehr tragen wie schwache. Die Beibehaltung des Solidaritätszuschlags für Einkommen über 140.000 Euro waren richtig. Wollen Sie, willst du diesen Solidarbeitrag der Reichen erhalten oder Reiche noch mehr entlasten? Also die Frage ist ja schon mal gut gestellt, muss ich sagen. Also nein, ich will Reiche nicht noch mehr entlasten. Ich pflege da nämlich einen ganz anderen Ansatz, als wir hier gerade präsentiert bekommen haben. Ich finde erstmal den Solidaritätszuschlag nur noch für höhere Einkommen zu behalten, das war die richtige Entscheidung. Und ich bin auch ein ganz klarer Verfechter einer Vermögensteuer und auch einer Erhöhung der Erbschaftssteuer. Es ist so, dass die Verteilung der Vermögen inzwischen astronomische Maßstäbe annimmt. Und dieser Mittelstandsbauchen, von dem immer gesprochen wird, wenn man jetzt nur die Freibeträge erhöht, dass man damit dann wirklich dem Mittelstand und den unteren Einkommen hilft, das ist ja im ersten Moment schön und gut, wenn ich die Freibeträge erhöhe und ich dann im Endeffekt auch 100, 200 Euro netto vielleicht mehr habe, aber was ist dann immer noch mit den Schulen, was mit dem Gesundheitswesen, mit der Bildung, ja? Es wird immer davon gesprochen, Steuern zu senken und dass man damit dann viel für die Arbeitnehmer tut. Aber die gesamte Infrastruktur, die dahinter steht, die auch finanziert werden muss, die braucht ein solides Einkommen. Und dieses Einkommen werden wir nur erreichen, indem wir auch die zur Kasse bitten, die mehr als genug haben. Der Spitzensteuersatz von 55%, der ist schon hoch. Ich glaube, wir fordern 52, wenn mich nicht alles täuscht. Aber ich... Ja. Naja, ist ja unabhängig davon. Starke Schultern können mehr tragen als kleine. Gebe ich recht, war die richtige Entscheidung. Herzlichen Dank. Annette. Du darfst jetzt mal ein bisschen aufholen. Ja, aber schon nicht schlecht. Vier. Die Verteilung zur Frage. Ich kann ja Frage zur Verteilung der Frage haben. Haben wir ja gerade schon viel zu gehört. Verteilungsgerechtigkeit. Auch die SPD ist für die Vermögensteuer, für die Erhöhung der Erbschaftssteuer. Zur Frage, Kimma. Ich habe mal gedacht, du hast gesagt, ich soll nicht so viel reden. Das wird erst kritisch, wenn es rot wird. Okay. Okay, jetzt kommt die Frage. Die Vermögensteuer gab es bis 1996 und ist nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichtes einfach mal nicht mehr neu geregelt worden. Bist du für eine Wiederanführung? Wenn ja, wie soll diese aussehen? Guck mal. Ich habe ja schon telepathische Kräfte. Ja, ich merk's. Ja, natürlich bin ich wieder für die Einführung der Vermögensteuer. Es sollen höhere Einkommen, höhere Vermögen besteuert werden. Da reden wir nicht von dem Normalverdiener, der irgendwas
25.000 Euro Jahresbrutto verdient oder auch Familien, die über 50.000 oder 60.000 Brutto, wir reden von Reiche, richtig Reiche, die viel Geld haben. Ja. Und ich finde, ich muss jetzt ganz ehrlich gestehen, ich weiß nicht, welche Grenze die SPD im Moment im Wahlprogramm drin hat. Mea culpa und Schande über mir. Aber man hat sich da schon viel Gedanken drüber gemacht, ab welcher Summe das gerechtfertigt ist. Denn 10% der Bevölkerung sind die Reichen, die, nee, Moment, wie, jetzt bin ich falsch angegangen, von dem gesamten Vermögen haben 10%, glaube ich, das Höchste, ich glaube, ich verschwurbel mich jetzt, aber ich glaube, ja, so. So genau. Mann, Herr Mayer, ich bin so froh, dass Sie dabei sind. Also natürlich müssen die mehr besteuert werden. Das muss einfach auf die, die mehr haben, muss mehr verteilt werden. Und die Geringverdiener müssen entlastet werden. Deshalb ja, Vermögensteuer auf jeden Fall. Dankeschön. Wir haben drei. Eins, zwei, drei. Die Frage mit dem Fragezeichen. Bedeutet? Bin gespannt. Gewerkschaft. Seit vielen Jahren gibt es die Veranstaltung des DGBs zum ersten Mal in Bad Kreuznach. Und? Seit wie vielen Jahren gibt es die Veranstaltung hier in Bad Kreuznach zum ersten Mal? Wahrscheinlich länger, als ich lebe wahrscheinlich. Das stimmt. Aber jetzt hat wir es gehen jetzt aber davor aus, du bist ein relativ jung. Das heißt, jetzt mal davor, rate. Wie alt bist du, Richard? Nein, kann ich dann raten? Ich weiß nur, ich habe, glaube ich, seit 4 Jahren das erste Mal die erste Mai-Demos auch mitbekommen und auch dann aktiv auch immer verfolgt und das gesehen und bei Kreiburg auch mitverfolgt, jetzt auch online mitverfolgt, auch obwohl beide interessanten 1. Mai-Demos in Kreiburg war ja nochmal eine andere Geschichte, aber sagen wir seit 60 Jahren, weiß ich nicht. Gar nicht so schlecht. Also ich meine, Kreiburg ist ja nicht so alt. Stimmt, also du bist wirklich gar nicht so schlecht. Aber es steht da wirklich drauf, ich soll einen Richard fragen. Richard! Auf meiner Karte steht, ich soll dich fragen. Er war jetzt gut mit 60, er ist ein bisschen drüber, aber Richard, wie lange wird der 1. Mai in Waldgräber gemacht? Ja, das ist natürlich der 1. Mai, der Tag der Arbeit für unseren Waldgräber und die Entwicklung der Stadt Waldgräber immer ein wichtiger Punkt gewesen, ein wichtiger Fakt. Und deswegen haben wir, wie sich industriell 1965, 66 die Stadt entwickelt hat, an diesem Zeitpunkt haben wir da den 1. Mai nach Waldkreiburg bringen können. Damals die Kollegen, sprich unter anderem der Herr Dönhofer, der dafür gesorgt hat, dass der 1. Mai nach Waldkreiburg mitgekommen ist. Und dann hat sich 55 Jahre lang hier in Waldkreiburg der 1. Mai mit Demonstration und Kundgebung gestaltet. Im letzten oder dieses Jahr haben wir das online gemacht, also nicht per Präsenz. Und wir werden uns überlegen, ich hoffe, dass wir gerne nächstes Jahr, dass wir dann wieder marschieren dürfen am 1. Mai, weil wir grundsätzlich sagen, der 1. Mai ist ein Ausdruck der Arbeitnehmerschaft, ihre Forderungen nach außen zu bringen. Vielen herzlichen Dank, Richard. Das darf ich mir jetzt im Stadtrat die nächsten paar Jahre anhören vom Richard. Christoph, 55 Jahre, du warst nicht schlecht und den historischen Hintergrund hat es auch noch dazu gegeben. Vielen herzlichen Dank. Herr Mayer, jetzt einmal eine höhere Zahl. Wo? Sie machen das ab. Oh, eine 6. Das finde ich schön. Und jetzt kommen Sie auf das Fragezeichen zu mir an. Ich bin so glücklich drüber. Die Frage zur Gewerkschaft. Ja, schön, dass man sich so schnell glücklich machen kann. Naja, ab und zu schaffen, das sieht es ja mal. Wie viele Mitglieder haben die DGB-Gewerkschaften in Deutschland? Deutlich weniger als vor 5 Jahren. Und noch massiv das ist weniger jetzt nicht als die Antwort. Massiv, aber es stimmt. Ja, das ist die Realität. Nee. Wie viele Mitglieder werden es sein? Ich schätze mal 2 Millionen. Der Kniefall. Kriege den hier 6 Millionen rund.
Okay. Dann habe ich wahrscheinlich die Tendenz schon ein bisschen abgezeichnet. Der Kniefall, ich schreibe heute halt schon drauf. Danke, Herr Mayer. Sandra. Würfle. Ja, ich merke vielleicht, dass ihr wieder Vetokarten kriegt. Ja. Der Sebastian hat schon eine. Zwei. Gewerkschaft. Gewerkschaft und ich, dein Statement dazu. Ja. Ich freue mich drauf. Also, sehr viel, weil mich der Herr Mayer zuerst ergänzt hat mit der Polizeigewerkschaft. Warte, das Mikro muss ein bisschen weiter runter. Darf ich sagen, natürlich, und in Bayern haben wir ungefähr 800.000. Das ist natürlich jetzt in der Corona-Krise ein bisschen weniger geworden. Die Gewerkschaft und ich bin nicht immer einer Meinung mit der Gewerkschaft. Ich respektiere sie, respektiere vor allem auch die Historie. Ich freue mich immer über die Einladungen. Ich freue mich über den Austausch. Ich freue mich über unsere lebhaften Diskussionen. Wie gesagt, man müsste man nicht einer Meinung sein, aber es ist schon den Austausch. Ich freue mich über das Engagement und über das jahrelange Engagement. Und wenn ich jetzt zuerst gehört habe, seit wie vielen Jahren diese Mai-Demonstration gibt, ich darf seit einigen Jahren auch immer dabei sein. Ich gehe auch dem Zug mit. Ich freue mich über die Einladung, immer über eure Einladung. Heuer bin ich ja digital dabei gewesen und ich freue mich einmal, wenn wir dann zusammen singen, Brüder, zur Sonne, zur Freiheit, auch das gehört dazu. Und wir haben es in der letzten, ich hoffe, dass wir nächstes Mal wieder, Corona ist uns erlaubt, dass wir wieder uns in Präsenz treffen. Und das muss ich sagen, weil ich sehr überparteilich unterwegs bin. Ich distanziere mich nur immer natürlich von den Extremen, vor allem von den Rechten und von den extremen Rändern sehr stark. Wir haben das damals geschafft in unserem Lied, dass wir über unsere Parteigrenzen, dass wir uns an die Hände genommen haben und miteinander alle, ob CSU, ob die Grünen, ob SPD, alle wo dabei waren und es miteinander gesungen haben, die Freien Wähler. Und es war ein wunderbares, ein schönes Erlebnis. Und so hoffe ich es auch, dass der Diskurs bei uns bleibt, dass wir weiter kritisch miteinander diskutieren, kritisch miteinander umgehen. Da schaue ich jetzt den Richard an. Und wir uns auch wieder öfters in Präsenz treffen können. Und da freue ich mich drauf und ich freue mich auf die nächste Zeit. Herzlichen Dank. Vielen lieben Dank, Sandra. So. Wir haben es schon fast geschafft. Wir starten in die letzte Runde. Jetzt darf ich noch ganz gern ein paar hohe Zahlen haben. Ja, fünf. Fangen wir doch schon mal gut an. Tarifvertrag, die Frage dazu. In der Diskussion stehen auch immer wieder steuerliche Vorteile für tarifgebundene Unternehmen. Ist das in Ihren Augen eine sinnvolle Möglichkeit, um die Tarifbindung zu erhöhen? Ich wiederhole die Frage. Na, ich habe schon verstanden. Okay. Ich muss nur kurz überlegen, aber nein. Du warst abwesend, Sandra. Ach so. Ich habe schon gemeint von Herrn Mayer. Okay, ich wiederhole die Frage. In der Diskussion stehen auch immer wieder steuerliche Vorteile für tarifgebundene Unternehmen. Ist das in deinen Augen eine sinnvolle Möglichkeit, um die Tarifbindung zu erhöhen? Also ich denke nicht. Ein Tarifvertrag ist eine gute Geschichte. Oder was heißt eine gute Geschichte? Es ist notwendig. Und also wir treten ein dafür, dass jedes Unternehmen unter Tarifbindung steht, unabhängig von Form und Größe. Und ich finde es ein bisschen, ja, beinahe schon zynisch, davon zu sprechen, dass ein Unternehmer sozusagen am Ende ja mehr rauskriegen kann, weil er seinen Arbeitnehmern dafür was bietet. Also das finde ich ist nichts, was man über Anreize schaffen sollte, sondern das sollte eigentlich eine Pflicht sein, dass wenn ich jemanden für mich arbeiten lasse, dass ich den ja auch gerecht entlohne. Und auch wenn wir über die sinkende Mitgliederzahlen von den Gewerkschaften sprechen. Ich glaube, mit solchen Möglichkeiten würde sich das Prinzip oder das Konzept der Gewerkschaft auf Dauer nur noch schwächen. Wenn wir das nicht als Arbeitskampf sehen, ja, als den Kampf um bessere und gerechtere Löhne, sondern dass wir ja nur den Unternehmern etwas bieten müssen und dann bekommen wir auch im Gegenzug etwas davon. Halte ich für keine gute Idee. Vielen herzlichen Dank. Annette. Hohe Zahl war so mein Wunsch. Ja, vier.
4, Thema Rente. Bist du dafür, dass Abgeordnete genauso wie alle anderen Arbeitnehmer in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlen? Unbedingt. Also wir verlangen die Bürgerversicherung, wir wollen, dass alle in ein Rentensystem einzahlen, dass alle sich an diesen Rententopf beteiligen, keine Extra, keine Privatisierung und natürlich auf jeden Fall. Und das würde ich auch im Bundestag befürworten, auch dass sie ganz normal in eine, jetzt wahrscheinlich werde ich den Zorn der privaten Versicherungen auf mich ziehen, aber dass die alle in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlen. Nur so, wenn wir gemeinsam aus einem Topf dann auch schöpfen, können wir auch eine Verteilungsgerechtigkeit erreichen. Also ganz klares Ja. Vielen herzlichen Dank. Bitte. Darf ich die behalten? Nein, diese Vetokarte, sie liegt jetzt schon die ganze Zeit da drüben und es fragt der Zweite, gib sie doch mal ab. Zum Schluss, Sieg ist schon sonst wo. So, hohe Zahlen. Der Christoph mag nicht so wie ich. Eins geht's weiter, du kriegst auf jeden Fall eine neue Vetokarte und wir haben wieder eine Frage aus dem Publikum. Ach, das fordert er sofort da. Interessant. Aus dem Publikum oder aus dem Netz. Wir nehmen die Frage aus dem Netz. Für Rentner gibt es in der österreichischen gesetzlichen Rentenversicherung ein zusätzliches Weihnachtsgeld. Warum haben wir das nicht so? Das ist eine gute Frage. Finde ich ja. Das finde ich, also, nein, aber es ist auch, das ganze System in Österreich ist ja genau das, wo man sagt, wir zahlen alle zusammen ein. Wir gucken, wir schielen auch mittlerweile so langsam ins österreichische Modell, auch nach Kanada. Es gibt mehrere Modelle, wo wir ein bisschen dann schielen und wo auch jetzt Annette ja auch gesagt hat, wie das auch funktionieren soll. Wir gehen ja in die ähnliche Richtung. Wir wollen auch gemeinsam dahin und dahin soll es auch gehen. Und wenn wir es hinbekommen, dann in 4 Jahren dann vielleicht das so umzuentwickeln, dass wir da auch ein Rentenweihnachtsgeld bekommen, dann wäre das doch super. Ne? Aber insgesamt... Genau, die Richtung stimmt ja auch und manchmal muss man doch beim kleinen Nachbarn nochmal drauf gucken und sehen, wie das Ganze funktionieren kann. Es gibt keine Vetokarte mehr. Die habe ich, danke. Vielen herzlichen Dank, Herr Mayer. Ja, Wahnsinn. Das wartet schon seit längerem ab. Arbeit, die Frage dazu. Wollen Sie ja die Vetokarte gleich von mir haben? Ja, klar. Echt? Was ich von Ihnen kriege, nehme ich sofort. Na dann, holen Sie es eh bei mir ab, oder? Dann, wenn es vorbeigängen. Arbeit, wir fangen erst mal mit der Frage an. Wie stehen Sie zur Abschaffung von sachgrundloser Befristung? Wir haben im Bereich der Neuordnung des Arbeitsrechts in den letzten Jahren viel erreicht, auch was das Thema Befristung anbelangt. Die Kettenbefristungen sind in keiner Weise mehr so einfach möglich wie in der Vergangenheit. Aber man muss natürlich sehen, dass gerade auch in schwierigen konjunkturellen Phasen es auch notwendig ist, für Arbeitgeber, für Unternehmen, Arbeitnehmer zunächst mal nur befristet zu beschäftigen. Und vor dem Hintergrund ist diesen Instrument, das insbesondere auch zur Flexibilisierung des Arbeitsmarktes mit Sicherheit auch Sinn macht. Und ich bin ohnehin der Meinung, dass sich die Arbeitswelt in Deutschland auch natürlich jetzt wiederum ähnlich wie andere Prozesse, Stichwort Digitalisierung, durch Corona so beschleunigen, dass es sowieso auch einer veränderten Arbeitswelt dahingehend oder in eine veränderte Arbeitswelt dahingehend gehen wird, dass Beschäftigungen auch kurzfristiger sein werden, dass man häufiger den Arbeitgeber auch mal wechselt, dass man durchaus auch mal in unterschiedlichen Branchen, in unterschiedliche Branchen auch mal reinschnuppert. Und es ist uns ja Gott sei Dank gelungen, allen Unkenrufen zum Trotz, dass wir trotz der Corona-Pandemie die Arbeitslosigkeit auf einem relativ geringen Niveau gehalten haben. Es war ja insbesondere auch die Idee der CSU, dass wir die Kurzarbeit eingeführt haben. Viele andere Länder in Europa kopieren jetzt dieses Modell, beispielsweise Frankreich oder die Europäische Union insgesamt. Und deswegen bin ich auch der Meinung, dass ich habe vorher erwähnt, es ist uns gelungen, die Arbeitslosigkeit in Deutschland in der Amtszeit von Angela Merkel zu halbieren.
Und deswegen wird auch in Zukunft die Arbeitswelt anders aussehen. Es ist nicht mehr so, dass ein Über-Unterordnungsverhältnis vorhanden ist zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer, sondern der Arbeitnehmer hat schon allein aufgrund der Verknappung des Gutes Arbeit ganz andere Möglichkeiten, auch in Verhandlungen gegenüber dem Arbeitgeber, gegenüber dem Unternehmen aufzutreten, sodass sich diese Agitation gegen das Thema sachgrundlose Befristung aus meiner Sicht nicht mehr so stellt, wie vielleicht noch vor 10 oder vor 20 Jahren. Vielen Dank. Bloß, wollen Sie eine Veto-Karte jetzt gar nicht haben? Ja, dann müssen Sie kommen. Super. Vielen Dank, Herr Mayer. Sandra, eine hohe Zahl. Letzter Wurf, oder? Letzter Wurf. Du bist gelb, oder? Ich bin gelb. Na okay, das mit der neuen Veto-Karte wird nichts mehr. Yay, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gesundheit. Oder? Hab ich mir verzeiht? Wo bist du gestanden? Rente. Okay. Die Frage dazu. Mir ist dann nicht bei der Gesundheit leider. Ich würde diese Frage liebend gern stellen, aber wir sind leider nicht bei dem Thema Gesundheit, sondern weil ich mich verzeiht habe. Herr Mayer, geben Sie mir doch bitte kurz, was haben wir da? Rente also, leider das Thema. Hätte sie uns weitergehen können. Ich hätte gerne zur Gesundheitspolitik ja, gesagt. Ja, ich hätte ganz gern die Frage dazu gestellt. Ich hätte sehr gerne jetzt gemacht. Okay, Rente. Ich habe da noch ein bisschen hier, aber probieren wir es. Rente mit 67 ist heute schon für viele nicht mehr machbar. Wie stehst du dazu, Lebensarbeitszeitverlängerung? Ja, ich verstehe das und ich wäre auch nicht in jeder Branche, ich wäre vom Zimmerer oder vom Handwerker oder vom Dachdecker nicht verlangen können oder nicht, dass er bis 67 oder noch darüber hinaus arbeitet. Aber da gibt es ja andere Möglichkeiten, aber was wir brauchen eine Flexibilisierung bei der Rente, wir brauchen einen flexibilisierten Renteneintritt. Wer früher in Rente geht, wird weniger Rente bekommen, wer länger arbeitet, wird mehr Geld bekommen. Und dann muss man ganz ehrlich dazu sagen, wenn ich mit 60 Jahren vielleicht mit allen das Grundrentenniveau, mit der gesamten Altersvorsorge das Grundrentenniveau erreicht habe, dann darf es mir auch freigestellt sein, in die Rente zu gehen. Und was wir auch schaffen möchten, die Verdienstgrenzen abschaffen. Aber was wir möchten, ist eigentlich mehr Flexibilität, nicht unbedingt länger, aber mehr Flexibilität im Eintritt, im Renteneintritt, da mehr Selbstbestimmung. Und was wir natürlich auch, wenn wir bei der Rente dann sind, dieses Rentensystem in der Art wird uns nicht mehr über den demografischen Wandel, das wird zerbersten, das wird zerspringen. Wir brauchen diesen Dreiklang aus gesetzlicher, betrieblicher und privater Rente und da müssen wir dafür arbeiten, dass die Leute auch in Rente eine gute Rente bekommen. Und was ganz, ganz wichtig ist, wer gearbeitet hat und eingezahlt hat, sollte mehr Rente bekommen. Auf alle Fälle, denen soll die Lebensleistung angerechnet werden. Wer Kinder erzogen hat, wer Angehörige gepflegt hat, da sagen wir, muss mindestens eine Basisrente sein. Wir sind auch nicht bei den 35 Jahren dann, sondern auch, sagen wir mal, unter, was sollte es für eine Rente sein, mit der Grundrente zum Beispiel. Also da gibt es viel flexible Sachen, die wir anwenden können und anwenden müssen, aber es muss immer eine Leistung in gewisser Weise belohnt werden und die Zuverdienstgrenzen müssen abgeschafft werden. Jetzt bin ich heute ins Rode gekommen. Ja, ausnahmsweise. Vielen herzlichen Dank. Vor lauter Wedeln wird mir schon ganz schwindelig. Die Vetokarte vom Christoph. Sonst hätte ich die übersehen, oder wie? Nee, sonst hätte sie nichts gebracht. Ach so. Nein. Dass die stark kommen. Ja. Okay. Nee, aber es ist richtig, was auch Sandra gesagt hat. Das ist ja was die grüne Linie, die auch teilweise mitgeht, zu sagen, wir flexibilisieren, aber wir halten bei 67 fest, wir flexibilisieren plus minus, damit auch die Leute, die wirklich arbeiten wollen. Und das, glaube ich, wo wir wirklich in die Problematik kommen, wenn wir nicht die Garantierente einführen, das heißt nicht über die Grundrente hinaus mehr Leute mitnehmen in die Garantierente, dann wird die Flexibilisierung dazu führen, dass wir eine Pflicht bzw. einen Drang dazu haben, durch die Hintertür, dass die Leute mehr arbeiten müssen, um genug Geld zu bekommen.
Und das darf nicht passieren. Das heißt, die Flexibilisierung reden wir dann, wenn wir die Garantierente eingeführt haben, nicht davor. Wenn wir das umdrehen, dann führt es dazu, dass wir die Leute dazu zwingen, durch die Hintertür mehr zu arbeiten, obwohl wir dann einen Rentenbeitrittsalter von 67 haben. Da müssen wir nur ein bisschen aufpassen, weil sonst hilft das Ganze nicht. Wir wollen wirklich den Leuten helfen, die wirklich mehr arbeiten wollen oder auch mehr arbeiten können. Es ist ja auch branchenmäßig ja auch unterschiedlich, was man leisten möchte, was man auch möchte. Aber insgesamt so rum muss es stattfinden, Garantierente und dann die Flexibilisierung, nicht andersrum. Vielen herzlichen Dank. Wir haben noch ein Veto, Herr Mayer, natürlich. Die Karte zu mir. Natürlich, ich möchte es trotzdem. Ich nehme, was ich kriege in dem Fall. Dankeschön. Also mir ist es persönlich ein ganz, ganz großes Anliegen, auch nochmal in aller Deutlichkeit darauf hinzuweisen, dass wir als CSU nicht für eine Erhöhung des Renteneintrittsalters stehen. Wenn da wissenschaftliche Kommissionen, die beim Bundeswirtschaftsministerium angegliedert sind, anderes fordern, dann mag dies ein externer Ratschlag, eine externe Empfehlung sein. Wir sind der festen Überzeugung, und da können sich die Wählerinnen und Wähler in Bayern auch darauf verlassen, mit der CSU bleibt es beim Renteneintrittsalter von 67. Es bleibt zudem auch dabei, dass wir maximal einen Rentenversicherungsbeitrag in die gesetzliche Rentenversicherung von 22% erheben und dass wir auch das Mindestlevel von 48% des zuletzt bezogenen Lohns auch entsprechend weiterhin gewährleisten. Das sind Dinge, ich glaube gerade jetzt auch in der Phase des Wahlkampfes ist es wichtig, auch gerade mit falschen Mythen aufzuräumen und eben klar zu sagen, für was wir als CSU in der nächsten Legislaturperiode stehen. Und das sind aus meiner Sicht ganz, ganz entscheidende drei Punkte. Darüber hinaus habe ich vorher schon darauf hingewiesen, die Arbeitswelt flexibilisiert sich. Und es gibt ja durchaus auch Menschen, die über das 67. Lebensjahr hinaus arbeiten wollen. Deswegen treten wir beispielsweise als CSU auch dafür ein, dass wir die Zuverdienstmöglichkeiten bei den Minijobs erhöhen. Von 450 Euro auf 550 Euro, um hier auch entsprechend gerade auch Rentnerinnen und Rentnern auch die Möglichkeit zu geben, wohlgemerkt, wenn sie es wollen, auch mehr hinzuzuverdienen. Das ist Zeit. Aus unserer Sicht, ja, bei Rot, glaube ich, ist ja Schluss. Ja, aber ja, ich wollte schon mal davor anwarnen. Aber ganz, ganz wichtiges Thema, dass wir für den Slogan auch weiter eintreten. Sozial ist was Arbeit schafft und wer Arbeit schafft. Und deswegen ist es richtig, auch klar zu sagen, beim Renteneintrittsalter von 67 ist mit der CSU Schluss. Wahnsinn, Punktlandung, Herr Mayer. Wir sind durch. Vielen herzlichen Dank. Ich hätte mir zwar höhere Zahlen gewünscht und mehr Vetokarten, aber naja, ich habe es trotzdem eine wahnsinnig spannende Runde empfunden. Ich möchte mich bei euch bedanken. Danke, dass ihr da wart. Es war schön, euch auch wieder live gesehen zu haben. Danke an das Publikum für die Fragen. Und natürlich danke an die Leute, die uns online zuschauen und da auch ihre Fragen gestellt haben. Und somit übergebe an Günther. Vielen herzlichen Dank. Ja, ich will das Spiel beenden mit einer kurzen Schlussrunde. Und es ist nur eine kurze Frage, die, glaube ich, jeder ganz kurz beantworten kann. Die beiden Abgeordneten kennen ja schon den Weg nach Berlin. Die anderen können ihm vielleicht antreten zukünftig. Und da ist die Frage an Sie, Frau Bubendorfer-Licht. Wen würden Sie denn gerne mit nach Berlin nehmen? Also die hier in der Runde sitzen. Das ist eine schwierige Frage. Ich würde jetzt ganz ehrlich sagen, ich bin jetzt, wo ich sonst nicht immer diplomatisch bin. Man wird mich auch nicht in die diplomatischen Dienste schicken, aber ich würde sagen, es war jetzt eine sehr nette, eine sehr schöne Runde, eine sehr ausgeglichene Runde. Wir haben, sind alles Demokraten. Es ist wichtig, dass wir einen Mix haben. Es ist wichtig, dass wir viele Personen aus unserer Region in Berlin haben. Und ich würde fast jeden mitnehmen. Sagen wir es einmal ganz so. Wir nehmen ein Sparticket. Herr Mayer, Sie als Innenstaatssekretär, wer darf bei Ihnen mitfahren oder auch im Zug mitreisen? Ja, wir leben ja in der Demokratie und es entscheidet ja nicht ein Einzelner, wer den Weg nach Berlin gehen darf und wer den Einzug in den Bundestag schafft, sondern es entscheiden die Wählerinnen und Wähler im Wahlkreis Altötting-Mühldorf am 26. September. Ich bin der einzige der hier versammelten Kandidaten, der nicht auf der Parteiliste steht.
der nur direkt zu wählen ist. Also wer meint, dass ich keinen so schlechten Job in Berlin bisher gemacht habe in den 19 Jahren für unsere Region, für unseren Wahlkreis, der kann und darf mich nur direkt wählen. Ich bin über keine Liste abgesichert. Bei mir gibt es kein doppeltes Netz und doppelten Boden. Und vor dem Hintergrund, glaube ich, habe ich schon ein deutliches Alleinstellungsmerkmal gegenüber allen Mitbewerberinnen und Mitbewerbern. Herr Arz, wir machen jetzt die Schlussrunde. Herr Arz, und Sie, wen würden Sie wahrscheinlich als Grüner mit dem Zug nach Berlin nehmen? Ja, genau, das wollte ich gerade sagen. Wir fahren mit dem Zug und ich nehme das mal wörtlich. Ich würde mit der Sandra einfach ins veganes Café gehen in Berlin. Da gibt es ganz viele davon. Warum? Erst nicht, weil wir nur gleich aussehen heute. Wir haben uns abgesprochen. Aber sondern auch, weil ich es politikwissenschaftlich interessant finde, die Diskussion politisch zwischen liberal und regulativ. Ich glaube, da kann man viel diskutieren. Und wir können auch über den Valentin sprechen, weil ich habe ja im Stadtrat einen FDP-Fraktionskollegen. Und da können wir auch diskutieren, warum vielleicht die FDP und die Grünen auf kommunaler Ebene besser zusammen funktionieren können, eventuell als dann vielleicht im Bund. Aber das könnte ganz spannend werden. Der Weg in Berlin ist sehr lang. Frau Heidrich, und Sie, den Weg nach Berlin, wer aus der Runde würde bei Ihnen mitreisen? Ja, ich möchte auch mal sagen, ich bin auch nicht über die Liste abgesichert. Steht zwar drauf, bis... aber abgesichert ist man da nicht. Also von daher, mit wem möchte ich da mitfahren? Wir haben ja sehr viel, auch heute sehr viele Gemeinsamkeiten erlebt. Einmal mit dem Christoph, mit den Grünen, wir haben sehr viele Gemeinsamkeiten. Ein paar Gemeinsamkeiten haben wir mit der Linke auch. Wobei da doch die Bundespartei mir wahrscheinlich, oder zumindest einige, etwas böse werden, wenn ich jetzt sage, ich fahre jetzt mit dir nach Berlin. Also ich bleibe jetzt heute mal solidarisch mit den Frauen, Sandra. Weil wir uns schon so lange kennen, fast 12 Jahre, würde ich ein schönes Frauengespräch im Zug, nicht im Auto, im Zug bevorzugen. Und dann könnte ich einige Positionen, die du heute gegeben hast, vielleicht dann dich dann zu einem anderen bekehren. Sehr schön. Und Herr Misselhorn, wen nehmen Sie mit nach Berlin? Also auf einen Kurztrip würde ich wahrscheinlich jeden mitnehmen, aber auf politischer Ebene orientiere ich mich immer an den Personen neben mir. So, und da bin ich ein bisschen im Zwiespalt, weil auf der einen Seite würde ich gerne den Christoph mitnehmen, weil ich immer dafür bin, dass mehr junge Leute den politischen Prozess gestalten und einfach die Überschneidungen thematisch mit den Grünen schon sehr, sehr stark sind. Aber auch wenn man sich am Programm ausrichtet, bestehen auch große Überschneidungen zur SPD und ich würde mich ja sehr, sehr freuen, wenn wir eines Tages mal eine rot-rot-grüne Regierung sehen, was vielleicht sogar noch dieses Jahr. Deswegen würde ich vielleicht mal ein bisschen die Regeln brechen und beide mitnehmen. Ja, liebe Zusehende, das war unser Wahlspiel. Ich will am Schluss noch sagen, der DGB ist parteipolitisch neutral. Er ist aber nicht unpolitisch. Er setzt sich immer ein für Arbeit, für soziale Gerechtigkeit, für die Beschäftigten und ihre Familien. Ich hoffe, ihr habt heute Abend Einsichten gewonnen zur Wahl am 26. September. Die Direktkandidaten haben sich hier gestellt, den Fragen gestellt des Publikums, den Fragen in unserem Spiel. Und ich glaube, es waren genügend Antworten dabei, um die richtige Wahlentscheidung treffen zu können. Eines will ich hier noch sagen. Zur Bundestagswahl stellen sich eine Menge demokratischer Parteien. Es gibt bei der Wahl eine große Auswahl im demokratischen Bereich. Wählen Sie demokratische Parteien. Wählen Sie keine rechten Parteien, wählen Sie keine Spalter, wählen Sie keine Parteien, die nicht solidarisch zu dieser Gesellschaft stehen. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen, dass Sie heute Einsichten gewonnen haben, wünsche den Kandidaten im weiteren Wahlkampf alles Gute, unser Ziel, echt gerecht, deine Wahl.